Hallöchen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas und Playgeddon. Jo, in der heutigen Folge werden wir reichen 10 Minuten. Bin jetzt ready. So, und zwar, ich habe ja jetzt, wir haben jetzt im neuen Clan CW, werde ich auch direkt kommentieren. Ich habe total verpennt, dass der CW ist. Da habe ich gerade ganz schnell alles angeschlossen. Der Gegner greift direkt an auf Thomas Geddon, mein zweiter Account. Wir schauen da mal kurz rein. Ich weiß nicht, ob jemand gleich angreift. Moment. Gegner. Nicht Gegner. Gegner AG. Ja, mal gucken, was er hier so reißen kann. WhatsApp interessiert mich jetzt nicht. Ich habe jetzt wirklich total verpennt, dass ich CW aufnehmen soll. Ich habe eigentlich damit um 8 gerechnet, aber dann habe ich mir so gehört, hören wir ein bisschen Musik, Chili Mili. Gucken wir ein bisschen COC rein, Minen und Sammler lernen. Was ist? 3 Minuten CW, habe ich mir gedacht. Jo, wahrscheinlich habe ich alles wirklich angeworfen. Ich habe schnell die Elgato angeschlossen, schnell mein Mikrofon angeschlossen. Ich habe hier noch einige Programme am PC offen. Offen, ja. Go, go, viel Glück, Leute. Als ob ihr es nötig hättet. Ja, wir gewinnen sowieso. Mal gucken, was hier reißen kann. Also ein Drache lebt ja noch. Jetzt sind einige Riesen weggesprungen. Ich hoffe, da greift wirklich gleich keiner an. Ich weiß nicht, wie weit der Drache kommt. Das Problem ist, meine Luftabwehr ist jetzt im Arsch. Ich hätte ihn nicht so weit außen stellen sollen, aber ist ja egal. Ist ja nur mein zweiter Account. Ich hoffe, der holt keine 3 Sterne. Und wir gucken mal ganz schnell, ob schon irgend... Ah, Mann, ich hab doch gesagt, der Gegner an... Oh, nicht so viele auf einmal. Jetzt müssen wir bei UTTR reingucken. Only Drachen. Wartet doch. Wartet doch. Nicht alle auf... Einmal. Ich wollte doch Live-CWP-Reporter machen. Menschenskinder. Aber ist ja egal. Ich wollte eigentlich erstmal den Gegnerangriff anschauen. Und wir gucken uns jetzt den Angriff von Ultr an. So, Only Drachen müssten eigentlich 3 Sterne werden, wenn alles gut läuft. Das wäre wirklich Hammer. Er greift vom 8. aus den 9. an. Ich habe ja auch gesagt, dass die Differenz 2 betragen kann. Also, dass man jetzt zum Beispiel wie er 8er ist. Man kann auch den 10. angreifen dann. Ich nach Mr. Bombe, yo. Das wären lockere 3 Sterne, wenn alles gut läuft. Normalerweise, der Barbarenkönig lebt noch. Der Magierturm macht sowieso keinen Damage für den Barbarenkönig. Der Minenwerfer ist gleich down. Bam, Junge, saubere 3 Sterne, würde ich sagen. Unser Ziel war es natürlich, den ersten CW zu gewinnen mit YouTube-Partnerkräften. Werden wir das schaffen? Okay, Clemens, kannst du vor mich? Kann ich beim nächsten CK dabei sein? Natürlich. Bam. 3 Sterne. Glückwunsch, UTR. Also, das ist richtig geil gewesen, der Angriff der Only. Dwarchen-Angriff. Ich würde mir gerne noch von Easy Excessive den Angriff angucken, aber momentan ist hier gerade so viel. Wahrscheinlich schafft er auch die 3 Sterne. Ja. Nicht besonders pornös. Juhu. Sauber. Das war schön gemacht. Wer will jetzt Easy Excessive? Wir gucken uns seinen Angriff gleich an. Wer will jetzt? Fragezeichen. Thomas, greifst du an? Nee, ich wollte eigentlich zum... Ah, da greift ihn mal an. Der liebe Clemens greift den zweiten an. Mal gucken, was er reißen kann. Er greift mit Go Wipe an. Thomas greift an. Clemens macht. Okay, er greift jetzt endlich an. Er hat wohl ein bisschen überlegt, wo er die Clanburg am besten rauslockt. Ah, verdammt, jetzt habe ich voll vergessen, Golem oder sowas anzufordern. Thomas, kann ich beim nächsten CK? Ja. Klar. Ich will auch nicht so viel auf den Chat eingehen, ich will mehr auf den Angriff eingehen. Ah, jetzt habe ich nichts in der Clanburg. Heieieiei, das wird ein Problem. Chillt euch, ich auch. Okay, thanks. Er versucht hier erstmal ganz gut die Clanburg rauszulocken. Die Golems saßen perfekt, glaube ich zumindest. Lieber Clemens, man setzt erst die Helden und dann die Packers und dann die Hexen. Nur als kleiner Tipp. Ist sinnvoller. Ah, jetzt läuft alles draußen rum. Du hättest die Packers, glaube ich, etwas später setzen sollen, egal. Jetzt gehen die Hexen trotzdem Richtung Mitte, aber der eine Packer läuft außen lang, der Barbarenkönig leider auch. Oh, eine Riesenbombe. Ah, scheiße, die Magier sind weggeflogen. Nimmst du gerade auf? Ja, okay. Alche hat schon für mich geantwortet. Ich will nicht so sehr auf den Chat eingehen, ich will lieber hier drauf eingehen. Oh, meine Aufnahme läuft, wenn die jetzt nicht am Laufen wäre. Ich wäre ausgerastet. So, das Rathaus fällt jetzt. Lockere 2 Sterne. 3 Sterne wären es leider nicht, aber 2 Sterne. Damit kann man wirklich vollkommen zufrieden sein mit der Leistung. Clemens macht Go Wipe. Go YY, wenn ich bitten darf. Komm, wir wollen nicht so klugscheißerisch sein.
Setzt dann den Heilzauber. Ich glaube, 3 Sterne werden es nicht mehr. Wobei, wenn die Mager jetzt gut laufen, der Päcker und der Barbarengönig tanken. Aber von der Zeit her, von der Zeit wird das so eine Sache, ne? Die Queen hält nicht mehr lange aus, da der X-Bau schon mächtig auf die draufballert. Wenn die Queen das jetzt... Ne, schafft sie leider nicht mehr. So, der Päcker frisst jetzt einiges. Oh, Päcker Heal-Spell. 2 Sterne. Ja, 2 Sterne werden es. Ich glaube, auch von der Zeit wird es nicht mehr reichen. Ja, leider nicht. Das Problem ist bei Päckers, dass sie relativ langsam sind. Aber kann man ja wohl nichts machen. Jo, Mr. Bomb, kannst gleich machen. Barbarenkönig kannst du leider nicht mehr zünden. Sprungzauber hast du aufgehoben. Naja, wo will man denn jetzt noch hinsetzen, ne? Das ist die Sache. Der Päcker läuft noch außen rum, um die Bauhütte kaputt zu machen. Ja. Lief doch eigentlich gut. Go, Y-Wipe. Ist auch so eine Strategie, die ich mir demnächst mal angucken werde, da die Hexen schon einiges an Damage machen. Und mit dieser Strategie kann man leichter als mit Go Wipe 3 Sterne bei dem Ratslevel 9er holen. Habe ich irgendwo gelesen. 87% 2 Sterne, kannst du vollkommen zufrieden sein mit. So, 3 Angriffe, 7 Sterne. Alter, das läuft perfekt. Wer will jetzt? Egal, ah, ich muss... Oh ne, da greift jemand an, für CW. So, ich muss auch noch anfragen. So, Mr. Bumme greift jetzt an. Wir werden uns seinen Angriff angucken. Er greift mit Magiern und Päckern an. Wäre sinnvoll gewesen, wenn du noch irgendwie Golems oder Riesen dabei hättest. Das wäre wirklich einigermaßen sinnvoller gewesen. Aber nun kann man nichts machen. Wir werden jetzt einfach schauen. Hoffentlich werden 2 Sterne und den Barbarenkönig. Hätte ich nicht als erstes gesetzt, er soll tanken. Ah, was? 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 Oh, niemals Magier alle auf eine Stelle setzen. Niemals Magier alle auf eine Stelle setzen. Mister... Nein! Oh! Puh! Mr. Bombe, ich will jetzt nicht irgendwie böse werden oder so, aber... Das ist keine Strategie. Was ich dir wirklich empfehlen würde, Go Wipe. Du bist Rateslevel 8, du hast Packers. Hol dir irgendwie Golems oder so. Ja, die Magier, die Riesenbombe. Deswegen setzt man nie Magier alle auf eine Stelle. Immer verteilt setzen. Puh, das werden leider keine 2 Stellen. Das wird ein Fail. Das wird wirklich ein Fail. Los, setz den nächsten Heilzauber. Setz den nächsten Heilzauber. Bitte setz den nächsten Heilzauber. Setz den nächsten Heilzauber. Bitte setz den nächsten Heilzauber. Ja, gut, gut, gut. Jetzt müssen die Tesla... Ach, vielleicht werden es 1 Sterne. Vielleicht... Vielleicht 2... Nee, 2 Sterne nicht. 2 Sterne nicht, nein. Dafür ist der Drache. Der macht so viel Damage an den Packers. Und jetzt werden die fressen. Ich würde den Heilzauber jetzt setzen. Setz den Heilzauber. Ah, ich war... Ah, wobei, der hat beide erwischt in der Range. Wenn jetzt alles gut läuft, vielleicht... Vielleicht wird es 1 Stern, Leute. Das wäre der Hammer, wenn es 1 Stern wird. Komm, 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 komm. Ah, nein, nein, nein. Ah, nein, 49%. Ah, die magische Zahl, die magische Zahl, die magische Zahl. 49% wurden es leider kein Stern. Mr. Bombe. Okay, Barbarlakai. Ja, das ist nicht so das Beste, was man haben könnte für ein CW, aber naja. Autsch, ja. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. What the fish, what the fuck? Wer jetzt, also lieber Mr. Bombe, im nächsten CW versucht da wirklich eine Go-Wipe-Strategie oder sowas zu haben. Wenn du Golems noch nicht besitzt, nimm die Riesen. Jo, mach mal. Mach mal. Ah, schade aber auch. Lief gerade so gut. Thomas, nimmst du gerade auf? Yep. Viel Glück, Loopy. Versuch das Beste rauszuholen. So, mach mal. Ich würde gerne spenden, aber geht momentan nicht. Das sind die allerersten EP, die wir jetzt für den Clan sammeln. Und wenn das so weitergeht, sind wir bald schon Level 2, was auch geil wird. Mach Opa stolz. Den Chat auch. Ja, manchmal. Ich will jetzt nicht zu sehr auf den Chat eingehen. Wir gucken jetzt eher auf den CW. Das ist wirklich die erste CW-Live-Reporter-Folge, die wir hatten. In den letzten CWs war es nicht so live, aber diesmal haben wirklich alle angegriffen. Wirklich ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Ah, den Blitzzauber. Ah, das ist schon wieder so eine Strategie, wo man sich so denkt, ach. Vielleicht wären es 2 Sterne, es wäre super, wenn es 2 Sterne werden.
Das wäre. Ah, die Wutzauber, die darfst du nicht so auf einmal setzen. Das bringt nicht viel. Aber wenn alles gut läuft, wären es 2 Sterne. Wenn alles gut läuft, das ist die Frage, ob es gut läuft oder nicht. Arnold, okay. Mit dem CW auch noch eine Clan-Anfrage, die angenommen wurde. Was ich dir empfehlen würde, immer 3-4 Bogenschützen am Ende aufheben. Für die 50%, weil die jetzt wirklich knapp werden. Aber wenn der Barbaren... Ah, der Barbarenkönig ist bald down. Der Barbarenkönig ist bald down. Die Magier gehen jetzt leider auch down. Jetzt müssen wir gucken, was die Packers reißen können. Aber ich schätze mal nicht, weil die jetzt... Okay, er... Fragt direkt an. Läuft doch bei ihm. Läuft... Nein, das wird nichts mehr. Uff. Ja, das Problem ist, es gibt, das soll nicht beleidigend sein, Leute, aber es gibt Erfahrene und Nicht-Erfahrene, aber wir müssen die Erfahrungen sammeln. Leider nur 40%, wir müssen gucken, wo wir jetzt wirklich die letzten Prozente sammeln können. Ach, schade, 1 Stern, ja, leider. Wer jetzt, wegen sonst müssen halt die Höheren, wie zum Beispiel ich, nachher aufräumen. Ich hätte mir eigentlich bei der 2-3 Sterne holen können, aber geht jetzt leider nicht, weil ich irgendwo anders wahrscheinlich aufräumen muss. Ah, 5 Angriffe, 8 Sterne ist ein bisschen, ja. Ich finde immer, der Durchschnitt ist, wenn man 2 Sterne pro Angriff geholt hat, am besten. Ja, nächster wird besser. Anscheinend will keiner mehr. Kann ich? Oder will jemand vor? Doppelpunkt P. So, wir warten jetzt ein bisschen. Ein paar Clan-Trupskis haben wir auch erhalten. Leider nicht alle. Ja. Ich will, aber kann nicht. Okay, dann greife ich an. Okay, jetzt kommt der Thomas. Jo, jetzt muss ich zeigen, was ich drauf habe. Das kann ja nicht gut enden. Okay, jetzt kommt der Thomas. Alter, wie viele alle schreiben. Jetzt müssen wir gucken, was wir reißen können bei der 1. Die 1 ist nicht übermächtig. Clanburg-Truppen nicht. Ich will die Clanburg nicht rauslocken. Das ist nicht mein Ziel. Ich will nur gucken, was dort drin ist. Und jetzt gucken wir. Es sind nur Bogenschützen drin. Wenn nur Bogenschützen drin sind, muss man die nicht unbedingt rauslocken. Okay. So, jetzt die Magier hinterher. Macht Putz Helden hinterher. Der erste Rage. Ah, viel zu weit. Oh nein, der ist viel zu weit in die Mitte gesetzt worden. Jetzt fail ich selber. Egal. Wenn 2 Sterne wären, bin ich glücklich. Dann bin ich wirklich glücklich. Der eine Golem. Oh, Clanburg. Der eine Golem ist bald down. Den Sprungzauber hat man beinahe nicht gebraucht. Jetzt müssen wir gucken, wie der Drache platt gemacht wird. Die Helden fressen keinen Damage, das sieht man gerade. Der Barbarenkönig ist schon am Rathaus. Das Rathaus ist gefallen. Bam, Junge. Das läuft doch. Und wir haben auch noch 11 Bogenschützen, um im Notfall die 2 Sterne zu holen. Ja, läuft. Das läuft auf jeden Fall. Sprungzauber hier hin. Bogenschützenkönigin zünden. Immer die Bogenschützenkönigin zum Schluss zünden. Hat Vorteile, Riesenbombe. Wer macht 2 Riesenbomben nebeneinander? Wer macht das? 2 Sterne sind es geworden. War ein relativ kurzer Angriff sogar. Ja, 3 Sterne bei Ratsevil 9 immer ist so eine Sache, ne? Mit Go Wipe kann man das immer schlecht machen. Wollen wir aufgeben? Ja, komm. Für die Statistik holen wir jetzt noch ein paar Prozente. Für die Statistik tun wir das doch. So. Ein paar Prozente für die Statistik kann nie schaden. 2 Sterne sind es geworden. 2 Sterne pro Angriff ist immer mein Minimalziel und pro CW immer... Circa 4 Sterne müssen drin sein, finde ich zumindest. Der Rest ist nicht akzeptabel. Nein, Scherz, man. Jeder kann mal failen, wir sind alle nur Menschen. Noch ein paar Prozente geholt, wir können beenden. Joa, 64% kann man eigentlich mit zufrieden sein. Lief doch relativ gut. Läuft. 29, okay. GG. Ich habe keine Ahnung, was GG heißt, aber... Einfach Thanks schreiben. Wir gucken uns jetzt den Angriff von Easy Excessive an, wenn keiner mehr will. Der Gegner greift an. Das ist doch immer schön, wenn der Gegner direkt zum Anfang angreift. Hat man immer was zum Gucken. Moment, der Gegner. So, er blitzt. Ah, bam, Junge, er macht einen Fehler. Er blitzt die Luftabwehr weg.
Was wirklich kacke ist, ich würde wirklich nur Wutzauber mit Drachen nehmen, ist viel sinnvoller. Ah, das ist jetzt so eine Sache. Zwei Lüfter. Ah, ein Lüfterbär ist weg. Ein Lüfterbär ist weg. Jetzt. Ah, nein. Das Problem ist, die Hexe jetzt da drin, die kann Drachen nicht angreifen. Aber die Bogenschützen können angegriffen werden und wie es aussieht. Nice, Thomas. Ja, Thomas, greifst du Nummer 10 mit deinem zweiten Account noch an? Mal schauen, muss aber nicht. Mit dem Zweit-Ack. Doppelpunkt D. Das sieht ja ganz stark nach zwei Sternen aus. Die Luftabwehr fällt. Ah, Mist, 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 Mist. Aber ich weiß nicht, ob es drei Sterne werden. Ich glaube, das sieht nicht so aus. Wobei, keine Luftabwehr fehlt mehr. Mann. Ich weiß nicht, ob es drei Sterne werden. Wir können nur. Schade, dass es keinen Vorspulknopf gibt bei Live-Angriffen, ey. Ich finde. Champion Torben. Ich greife morgen nochmal an, okay, ist gut. Ich frage, wir müssen mal gleich in unseren Clan gucken. Ich bekomme gar nicht mehr mit, wie viele schon drin sind, weil es extrem ist, Leute. Die Player-Gender-Community wächst und das merke ich auch im Clan. Ah, es werden leider drei Sterne. Leider. Egal, kann man nichts machen. Ja, drei Sterne sind es geworden. Der Gegner hat jetzt zweimal drei Sterne geholt, leider. Ah, fuck. Fuck. 6 Angriffe gab es hier. Wir hätten jetzt nur angegriffen. Oh, okay. Wir gucken uns jetzt noch die Angriffe von Easy Excessive an. Wie heißt er auf YouTube? Ja, Playgen und no. Fly macht auch YouTube-Videos. Ich habe ihn ja einmal verlinkt. Wo war Excessive? Nein. Ich sollte vielleicht beim Gegner gucken. Wäre sinnvoller. So, 2 Sterne, 57%. Mal gucken, wie er angegriffen hat. Riesenmagier, Heiler und Bogenschützen. Nicht. Greife keine Fame ab. Oh, okay. Als erstes hat er in der Mitte den Drachen rausgelockt. Der Gegner hat anscheinend nur Drachen drin. Ja, Drachen ist immer so eine Sache, ne? Also ich habe gesagt, womit ich zufrieden wäre, wenn wir jetzt im ersten CW, wenn möglich, gewinnen werden und 25 Sterne holen. 25 Sterne ist wirklich immer so das Mindestziel, finde ich, so 2,5 Sterne. Und gerundet 3 wären das dann also pro Angriff. Das ist mein Ziel für diesen CW. Okay. Excessive, hast du nur keine Drachen? Würde ich empfehlen. Drachen sind sinnvoller. So, er ist bis in die Mitte gekommen. Die Riesen haben schön getankt und die Magier sind hinterhergelaufen. Wir machen vielfache Geschwindigkeit. Ey, schon 18 Minuten. Uiuiui. Die COC-Folgen werden wieder länger. Lang, aber knackig. Obwohl es kurz und knackig heißt, aber das ist mir jetzt sowas von egal. Hast du denn Abonnenten? Okay, so. 57%, das läuft doch. Das läuft, ja, 10 Sterne, 6 Angriffe. Beim Gegner läuft es doch wirklich besser. Wir haben einen 3-Sterne-Angriff, der Gegner hat einen 3-Sterne-Angriff. Gleichstand, wir haben 2 3-Sterne-Angriffe, er hat einen 2-Sterne-Angriff. Neue Sterne je Angriff, er 2,5, beziehungsweise der Clan mir 1,67. Durchschnittliche Zerstörung 66,29. Aber der Gegner hat bei meiner... Dafür könnt ihr es euren Freunden erzählen. Dass meine Base mein zweiter Account gehalten hat, das wundert mich jetzt, ey. Das wundert mich. Dann würde ich sagen, wobei, guck mal nochmal auf Fly for Place vorbei. Soll jetzt keine Werbung sein, aber er ist noch relativ klein. Sind noch nicht so professionell, die Videos, aber kommt ja mit einer Zeit. Ich meine, meine ersten Videos, die waren auch nicht so schnieke. Kann man so sagen. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's dann mit dem heutigen Part. Wenn ihr öfters Live-CWs sehen wollt, schreibt sie unten ruhig in die Kommentare rein. Wobei, ich wollte ja noch gucken, wie viele im Clan drin sind. Pff. 34 sind im Clan. Alter. Also wie gesagt, Feuerwehr ist bei uns auch schon draußen unterwegs. Vielleicht hat man es gehört, war relativ laut. Wenn ihr öfters Live-CWs sehen wollt, schreibt es mir unten in die freshen Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal. Sagt euer Hübster Thomas. Ciao. Und Daumen hoch nicht vergessen. Ciao.